Also mein Name ist Uwe Arendt, ich bin der CEO von Nomos Glashütte und auch Gesellschafter von Nomos Glashütte. Also ich komme hier aus Glashütte, mein Vater war Uhrmacher, mein Opa war Uhrmacher, mein Großvater war Uhrmacher und auch ich habe, wie man so will, das Glashütte-Gen und bin, sage ich mal so, zur Uhr gekommen in Glashütte und so auch dann zu Nomos Glashütte. Ich habe dann als erstes Werkzeugmacher gelernt, also ich bin einen kleinen Schritt beiseite gegangen und habe dann studiert Maschinenbau und Wirtschaftswissenschaften, habe dann den Roland Schwertner kennengelernt Mitte der 90er Jahre. Wir haben uns dann angefreundet und nach 5 Jahren bin ich dann zu Nomos gewechselt. Naja, Nomos stand ja in 2000, als ich zu Nomos kam, ganz am Anfang der Entwicklung. Es waren schon einige Schritte getan. Also Nomos hat also dann, sage ich mal, sich mehr und mehr von ETA losgelöst, mehr und mehr in Glashütte selber gemacht. Es ging dann Schritt bei Schritt. Als erstes wurden die Dekorationen aufgebaut, wie der Glashütte Sonnenschiff. Die Montage wurde natürlich in Glashütte gemacht. Es kam der Sekundenstopp dazu, das patentierte Datum, die patentierte Gangreserve. Und 2005 war dann ein großer Schritt mit Nomos, weil mit der Vorstellung des ersten Automatikwerkes und des Modells Tangomat auf der einen Seite und der Umstellung der kompletten, sag ich mal, Handaufzugsproduktion auf eigene Werke war das für Nomos ein ganz wichtiger Schritt. Ich glaube, es ist wichtig, wenn man in Glashütte antritt, um Uhren zu produzieren, dass man auch den Background hat für die Produktion, für die Uhrmacherei. Dafür steht ja Nomos auf der einen Seite für dieses, ich sag mal, höhere Made in Germany, dieses Made in Glashütte. Ich sage auch manchmal, Glashütte ist die Schweiz im Kleinformat. Und auf der anderen Seite, sage ich mal, die Marke oder das Business, was wir mit unserer, sage ich mal, Niederlassung in Berlin auch haben, mit unserer Agentur, wo wir unsere eigene Werbung haben, wo wir unser Produktdesign haben, wo unser Katalog entsteht, die Anzeigen entstehen. Und diese beiden Standorte ergänzen sich so nebeneinander. Also die Coolness, sage ich mal, das Understatement, das, die Weltoffenheit, das ja, vorne dran sein an Mode und Design und ist in Berlin. Und auf der anderen Seite die Kombination mit der Tradition, mit dem Ingenieurstum in Glashütte auf der anderen Seite. Und diese beiden Seiten, glaube ich, sind die Marke Nomos. Also ein wichtiger Schritt, wie gesagt, war 2005 für Nomos Glashütte. Ab dem Zeitpunkt haben wir sozusagen 100% unserer Werke im Haus hergestellt. Und die darauf folgende Entwicklung, ich sag mal, war dann 2014 abgeschlossen mit der Vorstellung des Wing-Systems. Das ging dann nochmal über 7 Jahre und hat uns 11,4 Millionen Euro gekostet, um dann, ich will mal so sagen, nicht nur unabhängig, sagen wir, als Gesellschaft zu sein oder als Marke, sondern auch unabhängig in der Technologie, in der Herstellung. Da gibt es ja nicht so viel Marken weltweit, die, ich sag mal, wirklich alles können und sich so entwickeln können, die Qualitäten bestimmen können, wie man es braucht und wie man das jetzt will. Und ich glaube, in den nächsten Jahren geht es jetzt nicht darum, noch viel, viel Neues zu erfinden. Klar wird es vielleicht mal das ein oder andere neue Werk geben, wie letztes Jahr eben das DOW 6101 mit dem Datum und auch mit 2 Patenten wieder, die wir jetzt gerade eben erst erhalten haben, sondern auch, sage ich mal, ja, weiter Investitionen in Qualität, in die Marke, in Internationalität, in Zusammenarbeiten, wie jetzt zum Beispiel hier mit Hourglass in Singapur. So, wichtig ist, wir sind eine starke, sage ich mal, deutsche Marke. Klar ist unser Heimatmarkt. Wir sind auch jetzt in den letzten Jahren mit unserer eigenen Niederlassung in den USA stark geworden. Und wir suchen aber auch weltweit unabhängige Partner, auch wir unabhängig sind, mit denen wir uns dann in den entsprechenden Märkten dann auch entwickeln können. Der momentane Fokus ist bei uns Hongkong und China. Da haben wir jetzt sozusagen auch wie in Amerika eigene Tochtergesellschaften gegründet und bauen das auch aus, aber auch, wie gesagt, die Partnerschaften wie hier oder Limited Editions oder jetzt wie hier erstmals, muss man ja sagen,
dass da so ein enormes Club entsteht. Das sind alles so kleine Puzzles, die zusammen dann, glaube ich, eine weitere Entwicklung von Nomos geben. Und dann ganz oft zusammen auch mit guten und wichtigen Partnern. Also ich würde sagen, gute Uhr made in Germany, beziehungsweise in der höheren Qualität, kommt aus Glashütte für Uhren. Die 100% Manufaktur aus Glashütte, also alle Werke sind Inhouse-Werke, also bei uns gefertigt. Und das Ganze vom Design, nicht nur vom Design, inspiriert vom Bauhaus. Bauhaus ist ja auch eine Produktionsphilosophie und das Ganze noch mit dem Schuss Kunst oder Kultur vermischt. So könnte man Nomos jetzt beschreiben. Ja, man kann sagen, dass klar, Bauhaus und Deutsche Werkbund sind natürlich ein ganz wichtiger Punkt bei der Marke, weil man sieht ja die Uhren, die sind einfach vom Design, die sind immer ein Understatement. Haben auch ein super Preis-Leistungs-Verhältnis. Man findet unheimlich viel Qualität in der Uhr, aber auch in den Materialien, was man vielleicht dann auch später erst entdeckt, wenn man so die Uhr dann so dann trägt und dann hat. Und klar, Nomos ist eine Uhr für jeden, der, ich sag mal, einen guten Geschmack hat oder eine schöne Uhr haben will. Na, ich glaube, man sieht immer noch die Klammer um die Kollektion bei Nomos. Also die Autobahn, klar, war natürlich jetzt auch ein mutiges Design mit dem Werner Eislinger, was wir da im letzten Jahr vorgestellt haben. Aber wenn man sich die Uhr dann anschaut, sieht man die Nomos-Qualitäten, das Nomos-Werke, also die Qualitäten mit dem DOW 1601 oder bei anderen Werken mit dem DOW 3001. Und das kombiniert mit, sagen wir mal, so einem neuen Design, mit vielleicht auch ein bisschen ermutigen Design, was einen kleinen Schritt beiseite geht, das ist, glaube ich, auch erlaubt. Und dieses Jahr, ja, wenn man sich jetzt die Tangente Sport anguckt mit dem Metallband, das ist trotzdem noch eine, so wie finde ich, eine elegante Uhr. Sie ist flach, 1000 Fuß wasserdicht, hat alle Besonderheiten, die man von einer Uhr von Nomos erwartet. Und wenn man von Weitem guckt, man erkennt immer noch, dass eine Nomos. Also es ist einerseits immer, man ist gefangen in diesem Design, auf der anderen Seite ist es natürlich gleichzeitig immer eine Chance, wenn man es schafft, mit neuen Uhren oder mit dem Metallband eben doch wieder genau das Nomos-Design zu treffen. Und ich glaube, das haben wir. Sind wir uns immer treu geblieben über die Jahre und haben nicht viele Experimente gemacht und das werden wir in Zukunft auch nicht machen. Wir werden uns also weiterhin treu bleiben. Also die erste ist, wir wollen gern unabhängig weiterbleiben und wir wollen auch in der Zukunft noch unserer Tradition treu bleiben, also sagen wir, unser Klassiker weiter produzieren, wie eben Tangente, die Ludwig, die Orion, auch die Tetra, die wir ja seit 1992 unverändert im Programm haben und immer auch noch die meistverkauftesten Modelle sind und die Kollektion nicht unbedingt größer werden lassen. Ja, Nomos ist sich immer treu geblieben über die Jahre und wir produzieren immer noch die Klassiker. Das gibt's so, glaube ich, selten in der Branche, weil ganz, ganz viel über Neuheiten oder neue Modelle generiert wird, wenn man so will. Das haben wir nicht, sondern es sind immer noch die gleichen Modelle, die wir dann da machen. Klar ist da mal ein Datum dazugekommen oder, wie gesagt, jetzt ein Metallband, aber man erkennt immer noch die Tangente als das Modell. Und dem werden wir auch mal weiterhin treu bleiben. Wir investieren weiter in Qualität und gucken, dass wir Jahr für Jahr immer besser werden, Kleinigkeiten verbessern, immer mehr investieren in Qualität, in die Marke, in die Produktion, in die Technologie. Ich würde sagen, ja, wir haben uns diese positive Energie, die haben wir uns aufbewahrt, die ist immer noch da. Ich glaube, die wird auch hochgehalten durch unsere, wenn man so will, zwei Standorte, Berlin und Glashütte. Weil das gegenseitig sich immer befruchtet oder nach vorne bringt. Und diese Aufbruchsstimmung, ich glaube, die ist immer noch da. Wir sind ja eine junge Marke, wir sind noch nicht überall international vertreten. Ich glaube, das tut gut und das können wir uns auch leisten. Das unterscheidet uns, glaube ich, auch ein bisschen von den Kollegen. Das ist eine, glaube ich, für Nomos, für unsere Marke, ein sehr interessantes Spannungsfeld oder Kombination.
auf der einen Seite das Berlin mit dem Kreativen, mit der Politik, mit der Mode, mit dem vorne dran sein und auf der anderen Seite das Glashütte mit der unheimlichen Qualität und der Ohrmacherei und dieser nächsten, da wären es 175 Jahre alten Ohrmacher-Tradition. Und das sind eigentlich zwei ganz gegensätzliche Pole oder Punkte und ich glaube, die machen dann Nomos auch so, auch so aus und bringen Nomos immer so weiter nach vorne. Es ist ein Spannungsfeld, aber ein unheimlich interessantes und gutes für unsere Marke.